Okay, wie eine Party sieht es nicht aus. Rund 30 Menschen lauschen einem Vortrag über Datensicherheit. Hauptthema: Privatsphäre im Internet durch Verschlüsselung. Die Lehre der Verschlüsselung nennt sich Kryptologie. Daher leitet sich der Name ab: Kryptoparty. Die Gäste kommen aus unterschiedlichen Gründen. Mir ging es heute darum, da ich Daten teilweise in der Hosentasche auf einem USB-Stick mit mir herumtrage, den so hinzukriegen, dass der gesichert ist, wenn ich den mal verliere oder wenn der mir geklaut wird. Grundsätzlich finde ich es schon wichtig, auch zu erfahren, wer, wo, wie Zugang zu Daten haben kann. Ich habe wohl schon mal was gehört über verschlüsselte Festplatten oder verschlüsselte E-Mails. Und gerade so, ich sag mal, in Zeiten von dieser Datenunsicherheit ist das einfach immer mehr eine Frage geworden für mich. Er soll diese Fragen beantworten. Verschlüsselungsexperte Jochen Selzer. Er ist regelmäßig Dozent auf solchen Kryptopartys. Ehrenamtlich. Ich mache diese Kryptopartys, weil ich meine, dass spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden eine Schwelle überschritten wurde, bei der ich sage, nee, also ab jetzt müssen wir tätig werden. Ab jetzt müssen wir uns in irgendeiner Form zur Notwehr setzen. Online ist heute niemand mehr unbeobachtet. Wer sich im Internet bewegt, hinterlässt dabei Spuren. Und diese werden aufgezeichnet, lückenlos. Die amerikanische NSA und andere Geheimdienste sitzen mitten im Zentrum der Kommunikation und lauschen. Direkt in den zentralen Vermittlungsstellen der Internetanbieter. Schon lange werden also nicht mehr nur die einzelnen Zugänge bei Verdächtigen überwacht, sondern der komplette Datenverkehr im weltweiten Netz wird mitgeschnitten und ausgewertet. Mit Auswirkungen auf den Alltag jedes einzelnen Internetnutzers. Es ist unsichtbar, man fühlt es nicht, es passiert alles im Hintergrund. Man kriegt es nicht mit und deswegen fühlt man sich mit der Zeit auch permanent beobachtet. Das ist für einen demokratischen Rechtsstaat in meinen Augen eine ganz große Gefahr. Man muss eigentlich frei reden dürfen, unbeobachtet reden dürfen. Und das kann man de facto im Moment nur noch von Angesicht zu Angesicht. Das halte ich für ein großes Problem. Dieses Problem wird unter Juristen Chilling-Effekt genannt. Er beschreibt das Phänomen, dass Menschen, die wissen, dass sie überwacht werden, ihr Verhalten ändern. Sie werden vorsichtiger und trauen sich nicht mehr, ihre Meinung frei zu äußern. Dass die gesamte elektronische Kommunikation sämtlicher Bürger abgehört, mitgeschnitten und im Rahmen einer Rasterfahndung auf Schlüsselbegriffe durchsucht wird, widerspricht zudem einem Grundprinzip unseres Rechtsstaats, der Unschuldsvermutung. Eigentlich ein Fall für die Bundesregierung. Doch die gibt sich machtlos. Innenminister Friedrich kam aus einem Gespräch mit den USA mit leeren Händen zurück und rief zur Selbsthilfe auf. Der Bürger solle seine Daten halt selbst schützen. Doch das geht nur teilweise. Zwar kann man den Text einer E-Mail durchaus wirkungsvoll verschlüsseln, frei lesbar bleiben dennoch die Adressen von Absender und Empfänger, der Betreff sowie das Datum und die Uhrzeit, zu der sie abgeschickt wurde. Das sind die sogenannten Metadaten oder die Verbindungsdaten. Und das ist das, was die Geheimdienste, aber auch zum Beispiel Ermittlungsbehörden hier in Deutschland ganz besonders interessiert. Nämlich, wer kommuniziert mit wem? Wer ist mit wem befreundet? Wer hat wann wen angerufen? Hat danach plötzlich bei Google irgendwas gesucht und hat danach wieder dort angerufen? Dann spielt der Inhalt des Telefonats gar keine so große Rolle mehr. Es ist eine Handlung trotzdem gegeben. Und deswegen kann man aus diesen Metadaten unheimlich viel sehen und da hilft auch keine Verschlüsselung. Also ist weiterhin die Politik gefragt, für die Rechte ihrer Bürger einzutreten und dem Datenschutz auch im digitalen Umfeld wieder eine Grundlage zu geben. Wenn man das Netz so nutzt, wie es 99% der deutschen Bevölkerung tut, nämlich ziemlich unbedarft und eben nicht daran denkend, dass da im Hintergrund jemand mitlauscht, dann gibt es keine Privatsphäre. Zurück auf der Verschlüsselungsparty in Dortmund. Wie der Name Party schon suggeriert, gibt's hier keinen trockenen Vortrag, sondern verständliche Infos in entspannter Runde. Vermittelt wird einfaches Handwerkszeug. Wie kann ich einen USB-Stick verschlüsseln? Wie finde ich gute Passworte? Und wie sichere ich meinen E-Mail-Verkehr? Den verschlüsselten Mailverkehr zum Standard zu machen, ist ein großes Anliegen der Krypto-Party-Veranstalter. Das schützt den Anwender und die Allgemeinheit. Die können meinetwegen sagen, sie haben nichts zu verbergen. Auf der anderen Seite, nur weil meine Nachbarin nichts zu verbergen hat, kann es ja sein, dass ich was zu verbergen habe. Und zum anderen glaube ich das auch nicht. Ich habe in meinen Vorträgen so eine Folterfolie, nenne ich die ganz gerne, bei der ich dann mit relativ harmlosen Fragen anfange und dann immer mehr in intime Details reingehe. Spätestens, wenn ich dann wirklich anfange, fiese Fragen zu stellen, haben die Leute, die angeblich nichts zu verbergen haben, dann doch irgendwas wieder was zu verbergen.
Dazu kommt, wenn Verschlüsselung normal wird, fallen auch diejenigen nicht mehr auf, für die geheimer Mailverkehr überlebenswichtig ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Whistleblowerinnen oder Dissidenten schützen wollen, tun wir das am besten dadurch, dass wir möglichst viel verschlüsselte Kommunikation auf den Weg schicken, in der dann die Leute, die ein ernsthaftes Anliegen haben, untertauchen können. So schützt jede verschlüsselte Mail, und sei sie noch so unbedeutend, am Ende vielleicht Menschen, die irgendwo auf der Welt für Menschenrechte kämpfen. Damit es nicht eines Tages so weit kommt, wie es der Verschlüsselungsexperte Phil Zimmermann 1995 vorhersagte, wenn Privatsphäre ungesetzlich wird, haben nur noch die Gesetzlosen Privatsphäre.